wie gesagt, diese Woke-Ideologie, du hast es gerade schon gesagt, die wird sowieso nicht zu einer Vollendung kommen. Die wird irgendwann abgeräumt werden auf die ein oder andere Weise. Ich hoffe, dass das gewaltlos vonstatten geht. Ich hoffe, dass wir da zu einem neuen demokratischen Konsens kommen, dass das nicht zu großen Verwerfungen führt und dass wir dann ein neues Wertefundament haben. Eins, das sich mehr in Richtung traditioneller Werte orientiert, die ja auch nicht ganz falsch waren. Ich meine, wir hatten ja eine viel breitere gesellschaftliche Zustimmung zu diesem Staat, zu dieser Gesellschaft, zu den gegenwärtigen Umständen als in den 60er, 70er, sogar wahrscheinlich noch in den 80er und 90er Jahren, als die wirtschaftliche Lage noch eine viel bessere war, als die Wokisten noch keinen so brutalen Kulturkampf geführt haben, als hier noch nicht irgendwelche absurden Migrationsprojekte, als hier noch nicht, also diese ganzen absurden Ideen, als das noch nicht umgesetzt wurde, sondern als wir noch einen großen gesellschaftlichen Konsens hätten und es wäre schön, dass wir sowas wieder hätten. Wie das dann genau aussehen kann, das müssen wir halt irgendwie überlegen. Und da jetzt zu sagen, ja, die Wokisten, die haben einige Punkte, das sehe ich dafür falsch. Das sehe ich absolut nicht. Denn diese Leute, wenn ihr euch den kleinen Finger reicht, die reißen euch den ganzen Arm weg. Und es wird kein Ende geben. Diese Leute kennen keinen Schluss, sie kennen kein Ende, sie kennen nur den Sieg. Kann ich nicht einschätzen, so gut kenne ich dich Ja, aber nicht. wir wissen beide, was du vermutest. Du glaubst nicht, dass das existieren kann, oder? Nein, tue ich nicht. Für dich muss das unmöglich sein. Nein, Und das ist überhaupt nämlich nicht. das Ding, Das ist jetzt. wo du dich nun mal als Verschwörungsideologe outest. Das ist jetzt Gaslighting, Du Kumpel. Hör kannst auf mit dem nicht davon, du Gaslighting. glaubst nicht, dass da irgendwie Menschen was Gutes wollen. Nein, das stimmt ja nicht. Das habe ich nicht. Sturmhaube spricht da im Chat gerade etwas sehr Richtiges an. Ja, wir sollten definitiv, also Erwin sollte definitiv sich auch mehr mal detailliert einzelne Konzerne, einzelne Wirtschaftspolitiken einzelner Staaten kritisieren. Es ist bei so einem Livestream, wo man leider sehr redundanten Content produziert, eher schwierig. Ich meine, ich habe ja noch einen Erstkanal, wo ich das machen kann, wo ich konkret auf Wirtschaftspolitik eingehen kann, aber meine Positionen sind ja jetzt auch nicht die Erwins. Also da, ja. Könnten ja einige aus der Proletopia-Community vielleicht mal was vorbereiten und da im Stream zu Gast kommen. Also ich meine, Proletopia hat ja einen relativ großen Server. Also da gibt es ja auch die zwei vom Brotfunk. Da ließe sich bestimmt einiges mehr umsetzen. Das ist tatsächlich eine legitime Kritik. Auch zur Montpellier Society könnte man bestimmt einiges machen. Da gibt es ja beispielsweise dieses lange Buch von Bernhard Walpen, die offenen Feinde und ihre Gesellschaft. Auch das könnte man sich durchlesen und da Ja. vielleicht mal bei Proletopia vorstellen. Also ich habe es mir schon durchgelesen und plane da auch noch ein Video zur Geschichte der Montpellier Society, aber das ist echt viel zusammenzuschreiben und dann in Videoform zu packen, das wird noch etwas dauern. Ich muss gerade ein bisschen Also, viel für die Uni machen. hast du das Buch quasi schon bis fertig mit dem Buch von Bernhard Welten? Das ist frei verfügbar. Das ist, wird Ja, einfach. bist du fertig damit? Also hast du schon Ja, durchgelesen ja, quasi. ja. Ich bin immer noch bei der sehr langen Einleitung, ehrlich gesagt. Einleitung überspringen. Einleitung überspringen und Meinst gleich du? zum Hauptteil, ja. Also wenn ihr nur erfahren wollt, was in der Montpellier Society passiert ist, der erklärt da seine Methodik, der distanziert sich, also so, das ist so ein bisschen akademisches Gehabe, finde ich. Das verlängert das, da könnte man locker einen 100-seitigen Kaplaken draus machen, den man gut popularisieren könnte. Dann noch einen schönen, massentauglichen Titel draufhauen und dann würdest du das gut unter die Leute bringen können. Aber so, das ist zu akademisch geschrieben für die breite Masse. So mit akademisch meine ich jetzt nicht zu kompliziert, Ja. sondern diese, ja, ich erkläre jetzt ganz genau, meine Methodik ist für eine wissenschaftliche Arbeit sicherlich richtig, aber für ein Buch, das einfach nur kurz beschreiben soll, was ist die Montpellier Society, worum geht's der, ist dieses ganze Rumgeflexe mit Marx und Gramsci und schaut her, das hier ist meine Methodik, so habe ich das zusammengetragen, eher hinderlich. Wie gesagt, da könnte man bestimmt einen guten Kaplaken draus machen. Aber die Mühe hat sich anscheinend niemand gemacht. Oder ein gutes YouTube-Video halt. Ja, dann weißt du ja, wie gesagt, was du zu tun hast denn. Gesagt. Mal, wenn du irgendwen Das habe ich nicht kritisierst, gesagt. kritisierst du ihn als erstes darauf, der macht das nur für Klicks, für Geld. Der macht das Nein. nur, weil er von den und den irgendwie finanziert wird. Nenn mir bitte je einen, den ich so kritisiert habe, außer dich. So zur Montpellier Society, falls ihr konkrete Beispiele braucht. Lars Feld, Jan Schnellenbach, Ralf Füchs aus Deutschland. Das sind drei gut vernetzte Leute aus der deutschen Politik. Ralf Füchs ist Grüne. Lars Feld ist gerade Chefökonom von Christian Lindner, war vorher Vorsitzender der Wirtschaftsweisen und Jan Schnellenbach, das ist auch noch so ein anderer Ökonom hier aus Deutschland. Also das sind Und wirklich, also war nicht Ralf, Alice Weidel auch? Alice Weidel auch? die kommt von der Hayek-Gesellschaft. Also ich rede Ach, gerade von den Hayek war das. aktuellen Speakern der Montpellier Society, die zum aktuellen Zeitpunkt dort Speaker sind. Roland Tichy übrigens, ne? Ja, Auch.
Der hatte damit auch was zu. Wie gesagt, Alice Weide, Beatrix von Der ist auch in Teutoburg, der Natichi, die kommen aus Montpellier diesem Society. erweiterten Kreis. Aber wirklich aktuelle Speaker, explizit der Montpellier Society. Da habt ihr schon drei in Deutschland gut vernetzte Leute. Ralf Höchst, der ist ja auch Gründer des Zentrums Liberale Moderne. Also dieser grüne Think Tank, der Oppositionelle diffamieren soll. Der stark transatlantisch geprägt ist, über den Friedrich Küppersbusch auch schon zwei Recherchen rausgehauen hat. Über den die Nachdenkseiten noch immer wieder berichtet haben. Also das sind gut vernetzte Leute, die da Mitglied sind, also wirklich Speaker. Ich rede nicht von denen, die in den zahlreichen Unterorganisationen sind. Also wenn man sich da noch anguckt, wer mit der ISNM verknüpft ist, also der Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft oder Stiftung Marktwirtschaft oder all dem anderen Hayek-Gesellschaft, was da noch zugehört, der Naumann-Stiftung. Oder ob das zwischen dem WEF und der Montpellier Society bestehen, zig Querverbindungen. Das kann man sich alles ansehen. Also da gibt es sehr, sehr viel. Das ist ein riesiger Kosmos. Also da bräuchte man wirklich mal linke Journalisten, die sich da richtig, richtig einlesen. Das würde ich jetzt, also Politopia hat in seinem Stream noch genug andere Dinge zu tun, aber das könnte irgendwie jemand aus seiner Community, der mal so also ein bisschen Erfahrung mit Informationen zusammentragen hat, sich da mal einlesen und dann einige Ergebnisse im Stream mal vorstellen, dass man da wirklich ein Video hat. Schaut her, hier sitzt die Montpellier Society überall drin, hier sitzen deren Thinktanks drin. Und als Grundlage würde ich da, wie gesagt, ein bisschen die Geschichte der MPS zu ergründen, das Buch Die offenen Feinde und ihre Gesellschaft von Bernhard Weitner empfehlen. Das beginnt bei diversen Persönlichkeiten aus den Medien, von Jan Wer? Böhmermann bis diverse andere, auch weiß nicht was, Na wenn es wer? um, keine Ahnung, was Karl geht und so weiter und so fort. Das habe ich bei Karl nie gesagt. Ja, doch. Nein, habe ich nicht. Das ist ja nicht wahr. Oh. Das stimmt ja nicht. Ich Das habe ist ja, bitte. Das ist ja immer lächerlich. dein erstes, Das ist ja lächerlich, deine Entschuldigung. erste Das ist lächerlich. Ziellinie, zu Nein, der du nein. hinrennst. Das ist lächerlich. Bei Karl habe ich sogar gesagt, ich habe sogar gesagt, So. dass Karl, wir alle wissen, dass Karl, als er diesen veganen Schritt gemacht hat, dass er in Wirklichkeit Zuschauer verloren hat. Das heißt, wir wissen, dass bei Karl die Tatsache so ist, dass es ihm nicht nur um Klicks geht. Der Typ ist ein ziemlicher Idealist und Aktivist. Dem geht es nicht nur um Klicks. Das ist einfach ein Bullshit. Bei dir habe ich das gesagt, ja. Weil du einfach Mods gefeuert hast, ja, damit sie dir Ja, kein das habe ich mit schlechtes den Bild beiden machen. Mods auch inzwischen schon geklärt und die haben beide eingesehen, dass das doch vielleicht ein bisschen anders war, als sie das irgendwie sich eingebildet haben. Du hast schon eingestanden, wie es war auf Twitter, Nee, habe mir ich nicht. gegenüber. Erwin, du liest dort einfach Sachen rein. Das ist dein Soll ich das Problem. dir Das ist vorlesen, was du wirklich geschrieben hast? schwierig. Soll ich dir vorlesen, was So, du pass geschrieben auf, hast? bevor das jetzt hier die Riesen-Shitshow wird. Wieso Shitshow? Ist ja, stehst du nicht Das hinter dem, was du ja, das sagst? wird's gerade. Was ist eine Pass mal Shitshow? auf. Wir So, reden ja ganz wenn mir normal. Menschen schreiben, ey, ich habe Angst und ich habe Angst um dich und ich habe Angst um dein Umfeld und mir ist das passiert, Okay. dann ist das, dann Du, versuche ist ich ja in Ordnung. erstmal andere Menschen um mich herum zu schützen. Ist ja gut, ist ja So, das ist lobenswert. das, wofür ich den ganzen Quatsch hier mache. Jo, kannst ja machen. So, deswegen bin ich auch im Sportverein ehrenamtlich tätig, deswegen möchte ich auch Erzieher werden und mache da gerade die Ausbildung im letzten Jahr. Und ich mache auch meine politische Aktivität schon seit 7 Jahren, weil es mir einfach wichtig ist. Okay. So, und dein erster Schritt ist da trotzdem irgendwas mit Klicks, irgendwas mit Geld. Und das kann es ja nicht sein, dass du das für unmöglich hältst, dass du nicht einfach mal sagen kannst, okay, der hat eine andere Ansicht, der hat einen anderen Weg, was zu erreichen, aber der macht das, weil er das auch irgendwie für das Richtige hält. Pass auf. Sodara hat doch Erwin genau das unterstellt, was er selbst hier bei sich jetzt entschieden zurückweist. Ja. Und bei Erwin, da hat er ja sogar noch viel schlimmere Unterstellungen gemacht, was er denn in einem halben Jahr alles sagen würde. Hier Ja. merkt man auch wieder, das, was für andere gilt, gilt für sie selbst nicht. Ja. Und das ist ein Riesen, das ist wirklich ein Riesenproblem, worüber du mal reflektieren solltest. So, und ich finde, wir haben jetzt hier genug gequatscht. So, pass auf, Erwin. Eine ganze Menge Menschen fanden das ziemlich scheiße, dass ich heute mit dir rede. Könntest du dir Ja. vorstellen, Aber warum ich warte das mal, trotzdem gemacht habe? du. Warum könnte Dara das gemacht haben? Also Erwin unterstellen, dass er in einem halben Jahr historische Ereignisse leugnen würde, seine Community als Nazi-Gesocks beleidigen, Rechtsextremisten erfinden, die Erwin angeblich zujubeln könnten. Wieso könnte Dara so etwas machen? Passt auf. Also mit welchen Leuten würdet ihr so etwas machen? Ich würde sagen, so geht man mit Feinden vor, die man vernichten will. Du beendest denn Ja. das Gespräch jetzt schon?